Hallo, liebe Freunde des Boondocker Kanals, hier sind wir wieder. Geht euch das manchmal genauso wie uns, dass einem bestimmte Stellplätze, Hotels oder Pensionen im Gedächtnis bleiben? So wie dieser Stellplatz uns in positiver Erinnerung bleibt. Kaum, dass wir hier angekommen sind, wurden wir erst einmal von Schutzhunden und Hütehunden misstrauisch beäugt. Ganz still und ganz vorsichtig. Und als sie uns nach einer ganzen Weile für gut befunden haben, holten sie sich auch gleich von uns ein Friedensangebot ab. Und ab sofort waren wir in ihre Herde als schützenswürdig eingestuft. Und das Tag und Nacht. Und ganz ehrlich, wir haben ihren Schutz inzwischen als sehr nützlich empfunden. Tja, und dann haben wir den Schäfer gesucht. Und siehe da, der Kerl, der sitzt im Graben und beobachtet uns die ganze Weile schon. Ich fand das ja erst etwas unheimlich, aber als wir ihn bemerkten, bemerkte er auch uns. Und so kam er aus seinem Graben herausgekrochen. Im Großen und Ganzen hatten wir wieder einen wunderschönen Stellplatz, an dem es nicht langweilig wurde. Ich bin gerade ein bisschen durchgenudelt von der Hitze und kann nicht mehr klar denken. Und haben uns die Markise aufgespannt. Aber die Sonne ist da erbarmungslos. Das ist auch keine Deko, das ist auch Sonnenschutz. Das Ding, das hat man mal aus Frankreich, glaube ich. Jo. Tja, und eigentlich hatte ich vor, in diesem Flüsschen baden zu gehen. Aber hat sich was mit Baden bei der Menge von Schafen hier? Sie haben mit ihren Hufen den ganzen Schlamm an dieser Furt aufgewühlt, so dass das Flüsschen nur noch eine braune Tunke war. Naja, egal, wir hatten ja schließlich auch noch unsere Dusche. Und nachdem nun das Versteckspiel des Schäfers aufgeflogen war, ging Ingo mit belegtem Brot und einer Tüte Milch auf ihn zu, was der Mann auch sehr dankbar annahm. Denn schließlich ist er den ganzen Tag bei dieser Hitze mit seinen Tieren unterwegs. Und je später es am Abend wurde, umso mehr Einheimische kamen hier an. Man zündete Feuerchen an und grillte, während die Kinder ausgelassen im Wasser spielten. Lebensfreude pur eben. Und nachdem alles um uns herum etwas ruhiger wurde und bevor es ganz dunkel wurde, machten wir unser Abendbrot und saßen natürlich nicht alleine da. Also wurde wieder mal geteilt. Und der liebe Schäfer, der ein bisschen weiter sich zurückgezogen hat, schien dies mit Wohlwollen zu beobachten. Guten Morgen aus Siebenbürgen. Wir stehen hier noch auf unserem Übernachtungsplatz und wollen gerade frühstücken und ich zeige euch mal, was hier abgeht. Und er hier hat uns tatsächlich die ganze Nacht bewacht. Nur einmal bellte es in der Ferne und da ist er losgezogen, um nach dem Rechten zu sehen, um dann gleich wieder zu uns zurückzukehren. Noch war alles ruhig, aber es war die Ruhe vor dem Sturm. Der Schwarm Vögel flog plötzlich auf und dann kam eine laut mähende Walze auf uns zu. Der Frühstücksplatz. Und gerade haben wir uns hingesetzt. Da kriegen wir auch schon Besuch vom Schäfer. Der sich augenscheinlich zu freuen schien und uns schon von Weitem grüßte. Und ja, es zeigte sich, die Rumänen sind wirklich ein freundliches Völkchen. Jo, mehr Rumänien geht nicht. Da hinten ist noch eine Familie, die in Schlafsäcken auf der Wiese übernachtet hat. Ulrike ist auch happy. Und wie gesagt, mehr Rumänien geht nicht. Ein Sternenhimmel, wie man in Deutschland nicht mehr sieht. Hier waren gestern in dem kleinen Flüsschen Kinder am Baden. Die haben eine Lebensfreude, die Leute hier, die man bei uns in Deutschland wohl selten findet.
Ja, woran mag das wohl liegen? Es kann ja nicht an dem sogenannten Reichtum liegen, sondern, was ich eigentlich schon immer vermutet habe, dass Lebensglück und Zufriedenheit nicht mit Geld zu bezahlen ist. Aber das waren jetzt gerade so meine Gedanken. Noch was, wir hatten heute Nacht einen Müllbeutel mit einem Magnethaken am Auto befestigt, und der lag heute auf der Wiese, so 10 Meter weiter, samt Magnethaken. Wir hatten wahrscheinlich Besuch, Fuchs, Wolf oder die Hunde, keine Ahnung. Möglicherweise war tatsächlich was in der Nacht unterwegs, als die Hunde bellten und unser Schutzhund ganz kurz verschwand und die Gelegenheit genutzt wurde, sich unserer Abfalltüte zu bemächtigen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Spekulation unsererseits. Wir haben uns schweren Herzens von unserem ereignisreichen Stellplatz getrennt und sind jetzt auf dem Weg nach Raparosi, einer geologischen Besonderheit, die wir schon von unserem Stellplatz aus gesehen haben und nun aus der Nähe betrachten möchten. Da im Hintergrund hinter mir seht ihr die Raparosi oder Rosi. Das ist so ein Stück Arizona hier. Und leider sehe ich überhaupt nicht, was ich filme, weil es spiegelt dermaßen im Bildschirm hier. Ich drehe mal die Kamera, damit ich auch was sehe. Raparosi ist ein rosa Canyon. Er ist nicht groß, aber man braucht gutes Schuhwerk, um ihn zu erkunden. Entstanden ist er aus Wind- und Wassererosion. In ihm hat man sogar Saurierknochen gefunden. Das ist so ein Park-for-Night-Platz, allerdings haben wir nicht hier gestanden. Und es ist jetzt kurz vor 11, es ist bestimmt schon wieder 30 Grad. Hier sind so geführte Touren, vermute ich mal, was ich so mitgekriegt habe im Gespräch. Und hier oben, wie gesagt, diese besondere geologische Formation. Und dann geht es auch schon weiter. Wir wollen nach Schäßburg. Auf Rumänisch heißt das kleine Städtchen Sighișoara. Und jetzt schaut mal links diese Toreinfahrt. Man sieht sie sehr oft in Rumänien. Typisch für hier und kunstvoll gearbeitet. Über diese Säule war ich am Anfang etwas verwundert. Eigentlich steht sie ja für Rom. Aber dann kam die Erleuchtung. Rom, Romania, Rumänien. Also ein verwandtschaftliches Verhältnis. Und das spiegelt sich auch in der Sprache wider. Rumänisch ist eine romanische Sprache, eng verwandt mit dem Italienischen. Tja, man lernt eben immer wieder dazu, aber das ist ja auch der Sinn des Reisens. Jedenfalls für uns. Wir sind jetzt in Breitau und schaut mal links, diese pagodenartigen Bauten. Das sind die Häuser der Roma. Sie stellen ein Statussymbol dar. Jedoch die Erbauer selbst wohnen in Hütten. Auch sind diese Häuser nie fertig gebaut. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Geld ausgegangen ist, sondern hat etwas zu tun mit Steuern. Solange ein Haus unverputzt ist, müssen keine Steuern bezahlt werden. Und deshalb sieht man in Rumänien sehr viele unfertige Villen. Übrigens, der König der Roma in Rumänien hat selbst auch so ein Haus, aber wohnt in einer Hütte. Jedoch sein Haus vermarktet er an Touristen, wo er dann so tut, als ob er darin lebt. Und jetzt schaut euch mal dieses Dörfchen hier an. Ist das nicht allerliebst? Das war so schön, da mussten wir einfach halten.
Wir haben mal einen kleinen Zwischenstopp gemacht in einem Ort. Und wenn man hier lang geht, muss man Obacht geben, dass man sich nicht die Hacken bricht. Das Abflusssystem. Das ist in Freiburg auch nicht anders. Und dann seht nur diese Blumenpracht. Rosen über Rosen. In meiner Hosentasche meint mein Handy, ich soll jetzt rechts abbiegen. Rosen über Rosen, die ganze Straße entlang. Und das hier in dem Kirchturm. Das ist noch eine Kirche mit Wehrturm. Und was wäre Rumänien ohne Pferdekutsche? Die aber dann demnächst auch aus dem Straßenbild verschwinden. Dunsdorf wurde 1348 gegründet und hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Es wurde von Siebenbürger Sachsen und Rumänen besiedelt. Und heute leben ca. 22 Deutsche noch hier. Alles in allem ist dieses Dörfchen ein wirkliches Kleinod, unweit von Schäßburg, mitten in Siebenbürgen. Und ein paar Kilometer weiter sind wir schon auf der Zufahrt zur Zitadelle von Schäßburg, also Sigisoara. Wir sind in Sigisoara. In der Altstadt bei der Zitadelle. Ich merke gerade, Kopfstand, Pflaster, Badelatschen ist auch nicht die ideale Kombo. Bei 36 Grad. Und da kommt Freude auf. Und so hangeln wir uns von einem Häuserschatten zum nächsten. Die Altstadt von Sigisoara hier oben bei der Zitadelle ist wirklich allerliebst und schön bunt. Sigisoara, also Schäßburg, wurde im 12. Jahrhundert von Siebenbürger Sachsen gegründet und gehört heute zum Weltkulturerbe. Und überall diese heimeligen Gassen, alles voller Blumen. Ist das nicht schön? Und hinter Wein- und Efeuranken verstecken sich niedliche kleine Cafés und Pensionen. Und hier ist auch die Temperatur etwas angenehmer. Es ist total ruhig hier. Und hier zu sitzen, ist Entspannung pur. Und ganz ehrlich, wir sind auch froh, dass wir Sigisoara angefahren haben und nicht Sibiu oder Brasov. Städte, die touristisch überlaufen sind und die Parkplatzsuche problematisch ist. Das hier scheint Privatgrundstück zu sein, aber man sieht den Rundgang und seine Schießscharten. Hier wird noch fleißig restauriert. Und weiter geht es auf historischen Pfaden zwischen kunterbunten Gassen entlang. Übrigens, bevor diese Ansiedlung von den Siebenbürger Sachsen hier gegründet wurde, stand schon eine römische Zitadelle hier. Und viele Spuren zeugen noch von einer noch früheren Besiedlung. Und weiter bewegen wir uns auf den Marktplatz zu. Ich muss ein bisschen langsam machen. Ich glaube, Ulrike hat es mit der Hitze zu tun. Ja, stimmt. Ganz schön heiß hier. Und hier links soll angeblich das Geburtshaus von Vlad Dracula sein. Heute ein hübsch hergerichtetes Restaurant. Und weiter geht es durch den Bogen auf den Hauptplatz. Und hier stehen wir vor dem im 14. Jahrhundert errichteten Stundturm. Jedoch sein heutiges Aussehen verlieh ihm das 17. Jahrhundert. Nach einem verheerenden Brand. Er besitzt eine Besonderheit, die in Rumänien einzigartig ist. Der Antrieb der Uhr ist mechanisch, die fünf Glocken läuten stündlich, wobei sich die Holzfiguren bewegen. Auf dem Turm gibt es eine Aussichtsplattform, die aber wegen Bauarbeiten geschlossen war. Der Stundturm gehört zu den Hauptattraktionen dieser Burganlage. Tja, und diese sauberen Anlagen sind selbstverständlich auch vorhanden. Überhaupt ist es hier sehr sauber, alles liebevoll eingerichtet und wirklich sehenswert. Wollen wir einen Langosch essen? Können wir machen, was willst damit du denn, wir in der Übung bleiben. Was willst du denn für Langosch? Käse. Hefe? Käse. Käse. Und dieses Gefährt hier, das ist die Langosch-Küche.
Hier bekamen wir unseren leckersten Langosch auf der ganzen Reise 1A zubereitet. Aber seht selbst, ganz stolz kam er mit den riesen Dingern an. Pikant und Käse. Wie gesagt, das ist unser Grundnahrungsmittel hier in Rumänien. In Norwegen waren es die Hotdogs und hier ist es Langosch. Frisch gestärkt geht es dann weiter noch durch ein mächtiges Tor und dann noch ein kleineres Tor. Sie alle haben Namen, die ich allerdings nicht mehr weiß. Und erhaschen noch einen Blick auf die Unterstadt von Chessburg. So, wir treten den Rückzug an. Und die Fahrt durch Chessburg vermittelt uns noch einmal, was für ein hübsches Städtchen das ist. Touristisch, nicht stark überlaufen, vermittelt es eine gewisse Beschaulichkeit. Wir verlassen also Sigisoara und fahren Richtung Viskri. Und wie ihr hier seht, tauchen wir in eine ganz andere Welt ein. So wie viele Siebenbürger Sachsendörfer noch heute aussehen. Staub- und Schotterstraßen sind hier normal. Wir stehen in Deutsch-Weißkirch, jetzt neu Viskri. Touristen aus aller Herren Länder kommen hierher in dieses kleine Kuhdorf, um zu sehen, wie die Kühe abends von der Weide nach Hause laufen. Mit Motorrad, mit Wohnmobil, mit Vans, mit Minicamper. Alle kommen sie her. Ich zeige euch mal das Kaff. Das ist ein altes deutsches Bauerndorf. Wahrscheinlich gefördert mit EU-Mitteln, jetzt dass das bunt angemalt wird. Und hier die Straße runter sollen die Kühe von der Weide kommen und von ganz alleine in ihre Ställe laufen. Jede Kuh findet ihren Stall. Und die Einheimischen sitzen vor ihren Häusern und bestaunen die Touristen und die Touristen die Einheimischen. Übrigens hat sich König Charles hier auch ein Anwesen gekauft. Allerdings soll er sich angeblich über die Schotterpisten hier schon beschwert haben. Und die Restauration dieses Bauernhauses ist hier mit EU-Mitteln finanziert worden. Das sieht man an dem kleinen blauen Schild am Tor. Aber auch Peter Maffay soll angeblich hier ein Anwesen besitzen. Wie gesagt, angeblich, mit Bestimmtheit wissen wir es natürlich nicht. Und dieses Haus hier hat kein EU-Zeichen. Auf jeden Fall wird hier sehr viel von der EU finanziert. Selbst so manches Rind für die hier lebenden Roma. Jedoch echte Siebenbürgendeutsche findet man hier nicht mehr. Die Innenhöfe von den deutschen Höfen hier, das sind ja, ihr seht das ja, das ist hier so eine Art Langhaus, da ist eine Einfahrt und das ist so typisch hier überall, dass das eigentliche Leben in den Höfen abgespielt hat, innen, nicht zur Straße hin. Und am Himmel braut sich was zusammen. So, jetzt heißt es warten auf die Kühe. Und wir warten und warten und warten. Und während wir warten, schauen wir uns das beschauliche Leben im Dorf an. Alte Traktoren, Hundegangs, wobei es hier auffällig viele deutsche Schäferhunde gibt. Aber alles Hunde, die gut genährt sind und frei herumlaufen. Herrenlos sind sie auf keinen Fall. Und diese alten Gerätschaften sind noch im Einsatz. Das hatten wir unterwegs gesehen. Überhaupt wird hier noch mit alten Gerätschaften gearbeitet. Und wir warten weiter. Beobachten die Kuh mit ihren Kälbchen, die gemütlich durch das Dorf zieht. Und das Kälbchen die dollsten Sprünge vollzieht. Ja, die Dorfidylle ist schon irgendwie anrührend. Ach ja, und jetzt seht ihr gleich eine Toreinfahrt. Super hübsch ausgerichtet, mit einem Schild, dass hier ein Bäcker wohnt. Aber Vorsicht, das ist nur eine Attrappe. Ihr kriegt dort ganz schnell ein Brot aufgedrückt. Wir waren so erschrocken, dass wir 11 Euro zahlten und danach das Brot wegschmeißen mussten. Es duftete zwar prima, aber war völlig geschmacklos.
Abzocke vom Feinsten. Dabei wollten wir nach der Einladung nur den Innenhof bestaunen. Tja, so kann's auch gehen. Und so geduldig, wie das Wasser in die Tränke fließt, warteten wir weiter. Es war ja nicht langweilig, es war immer irgendwas zu sehen. Aber eigentlich waren wir nur wegen dem Viehtrieb hier. Okay, wir warten jetzt seit Stunden auf die dämlichen Kühe. Aber hier kommt nichts, dafür ist ein Gewitter gekommen. Sitzen jetzt hier im Docker und ich glaube, das wird heute nichts mit Kühen. Ach was. Ach was, sagt Ulrike. Angeblich sollen die so bei Dunkelheit hier eintrudeln. Ich meine, dunkler kann es ja nicht mehr werden. Okay, wir harren der Dinge, die da kommen. Ansonsten, ich vermute, dass ich eine andere Kamera nehmen muss, weil hier mit der ist gleich Ende Gelände. Tja, und dann endlich wurde unsere lange Warterei belohnt. Die Vorhut war eine Ziegenherde. Die ließen sich weder von einem wilden Fahrradfahrer beirren, noch von einem wie verrückt hubenden Mopedfahrer. So, bis jetzt hattet ihr ja ein einwandfreies Bild gehabt. Aber ich muss euch gestehen, es ist geschönt. Unsere Kameraeinstellungen machen es möglich. Das, was ihr jetzt seht, das ist das Originalbild. So dunkel war es tatsächlich im Unwetter. Wahnsinn, oder? Doch kehren wir jetzt ganz schnell zurück zu den geschönten Bildern. Und zwischen Hundegebell und Blitz und Donner kehren die Kühe heim. Und jetzt sind wir schon wieder unterwegs auf der Suche nach einem Stellplatz. Dabei stellten wir fest, dass auch in anderen Dörfern die Kühe alleine nach Hause liefen. Was die Stellplatzsucher betrifft, das war die reinste Katastrophe. Zum ersten Mal stellten wir fest, dass Park4Night total unzuverlässig ist. Und irgendwie beschlich uns das Gefühl, dass sich da bei der Angabe einige einen Witz daraus machten. Aber gut, das ist nur ein Gefühl. Fakt ist, wir haben keinen von den angegebenen Stellplätzen gefunden. Wo wir dann übernachtet haben, erfahrt ihr dann im nächsten Teil. So, das war's für heute. Wenn euch unser Film wieder gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben. Naja, und ihr wisst ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal, worüber wir uns natürlich noch mehr freuen. Also, bis dahin. Wir sehen uns wieder unterwegs. Tschüss und bye bye.